7 Sachen, die ich gerne als Gravelbike-Einsteiger gewusst hätte. Gravelbike-Fahren bedeutet nicht nur auf Schotter unterwegs zu sein. Und was meine ich damit jetzt genau? Damals, als ich mit dem Fahrradfahren angefangen habe, war ich auf einem schönen Pucki-Rad unterwegs. Natürlich auf einer Spielstraße, sprich auf Teer. Dann irgendwann kam so nach und nach der Weg hin zum Mountainbike. Ich habe mich verabschiedet von Straßen, bin tief reingegangen in die Wälder, auf Trails, einfach fernab von Autos, und das war mir auch wichtig, denn das stresste mich immer tierisch, wenn ich irgendwo mal nur eine Straße kreuzen musste. Das hat mich einfach genervt, da in Kontakt mit Autos zu kommen. Nach dem Mountainbike-Fahren kam dann das Thema Gravelbike bei mir auf. Und tatsächlich ist es jetzt sogar so, dass ich auf dem Gravelbike viel mehr unterwegs bin als auf meinem Mountainbike. Ein Punkt, den ich allerdings immer wichtig fand und immer haben möchte, so gut wie es geht, ist einfach straßenfern zu bleiben, Autos fern zu bleiben. Denn wenn man die im Rücken hat, die von hinten drücken und so, das ist alles ein bisschen nervig. Was ich allerdings schnell lernen musste, wenn man es sich einfach machen will, dass man sehr oft mit Straßen in Berührung kommt. Denn wenn ich mir jetzt Standard Gravelbike-Routen bei Komoot rauslasse, die meistens so 70 bis 80 Kilometer lang sind, kommt man früher oder später immer über Straßen und hat immer Straßenabschnitte. Das ist eine neue Erkenntnis für mich gewesen, denn diese Idealvorstellung, nur auf Schotter unterwegs zu sein, wurde damit so ein bisschen aufgebrochen. Im Nachgang finde ich es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, hier und da auch die Straße mal zu kreuzen. Und wenn man sich halt richtig viel Mühe bei der Routenplanung gibt, dann kann man das ja auch sehr einfach und sehr simpel umgehen. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr euch jetzt ein Gravelbike holt, euch eine Standard-Komoot-Route rauslasst, dass ihr dann auch sehr wahrscheinlich mal über Landstraßen oder über irgendwelche anderen Straßen fahren müsst. Punkt Nummer 2. Das Gravelbike ist doch vielseitiger, als ich vorher gedacht habe. Als das Fahrrad ankam, habe ich es ausgepackt, habe mir das so angeguckt und dachte, sieht irgendwie nicht so richtig robust aus, sieht eigentlich aus wie ein Rennrad mit breiten Reifen. Man wurde allerdings schnell eines Besseren belehrt. Denn mit einem Gravelbike kannst du einfach richtig gut auf Gravel, also auf Schotter unterwegs sein. Du kannst auf Waldwege, auf Wiesenwege, kannst sogar auch auf leichte Trails fahren und natürlich auch auf der Straße unterwegs sein. Also man hat ein breites Spektrum an Orten, wo man mit diesem Fahrrad fahren kann. Zudem hast du mit dem Fahrrad halt auch noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bikepacking. Du kannst es mit Taschen beladen und dann super easy Mehrtagestouren machen, dank der Geometrie und den ganzen Sachen auch alles in einer relativ hohen Geschwindigkeit. Das war für mich auf jeden Fall auch eine neue Erkenntnis. Das Gravelbike ist vielseitiger, als ich vorher gedacht habe. Ich kann es in viele Bereiche, in viele Orte mitnehmen, da auch wirklich bis zum Anschlag fahren. Und das Gravelbike kann tatsächlich einiges wegstecken, auch wenn man mal eine richtig schöne, holprige Straße vor sich hat. Punkt Nummer 3 ist natürlich das ganze Thema der Geometrie. Und auch hier, hier wird ein Dach neu gemacht, deswegen, das knallt immer so. Was dann natürlich eine neue Erfahrung war, war das ganze Thema Geometrie und natürlich auch Lenker. Auf meinem alten Mountainbike habe ich ja relativ aufrecht gesessen und hatte einen geraden Lenker, jetzt auf einmal relativ weit vorne und einen Dropper-Lenker. Die Position ist wirklich eine ganz neue und da muss man auch erstmal reinfinden, da muss man sich dran gewöhnen. Und das ist übrigens auch eine richtig große Frage, die du dir stellen solltest, wenn du dir ein Gravelbike zulegst. Ist das die Sitzposition, nach der du suchst? Was ein Gravelbike ist und so weiter. Auch eine Kaufberatung habe ich dir jetzt mal hier oben verlinkt. Kannst du reinklicken, dich tiefer gehen, informieren. Aber du sitzt halt ganz anders als auf einem Mountainbike. Vielleicht ist zum Beispiel auch ein Hardtail für dich eine gute Option. Naja, das Gravelbike ist jetzt da. Und was da halt neu war und was ich erstmal lernen musste, das ist mit dem Lenker umzugehen. Denn am Anfang habe ich weiter meine aufrechte Position gesucht. Ich habe einfach oben aufs Rohr gepackt und bin halt losgefahren. Und auf den Trails habe ich auch aufrecht gepackt, was allerdings falsch war. Wenn man einen Trail irgendwo runterfährt mit dem Gravelbike, ist es viel leichter unten zu packen. So hast du einen besseren Kontakt zur Bremse, kannst besser bremsen und hast auch mehr Sicherheit. Am Anfang eine richtig, richtig komische Geschichte, wo man sich reinfühlen, reinfinden muss. Wenn man dann aber irgendwann mal so den Schalter umgelegt hat, dann und sich darauf eingelassen hat, dann merkt man, dass es echt deutlich besser ist. Aber dieses Umstellen, dass das gar nicht so einfach ist, das hätte ich gerne damals als Einsteiger gewusst, dass man da am Anfang besser richtig gut trainiert. Alle Gravelbike-Fahrer, alle Gravelbike-Fahrerinnen, die ich kenne, die fahren Klickpedale und das hat auch einen ganz guten Grund. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du dir ein Gravelbike zulegst, direkt noch ein bisschen Budget über zu haben für halt eben Klickpedale.
Eine neue Welt hat sich mit dem Gravelbike aufgemacht und das war die ganze Welt der längeren Distanzen. Und mit Klickpedalen hast du halt einen riesen Vorteil, wenn du trampelst. Du kannst nicht nur runtertreten, du kannst auch hinten hochziehen. Das bringt einfach nochmal wesentlich mehr Kraft auf die Reifen. Und wenn du jetzt eine längere Distanz fährst, wird dir das auf jeden Fall leichter fallen, als wenn du Flatpedale, also Pedale ohne dieses Klicksystem benutzt. Was natürlich aber auch neu war, war einfach dieses Thema. Mein Schuh ist fest mit dem Pedal verbunden und man musste sich am Anfang gut konzentrieren, immer sauber auszulösen, wenn man mal zu einer Ampel kam. Und mir, wie wahrscheinlich fast jedem von euch, ist es auch passiert, dass es mich damit mal auf die Nase gelegt hat. Ich bin nicht rechtzeitig aus meinen Klicks rausgekommen und bin dann einfach wie so ein Baum umgekippt, hab mir aber zum Glück nie was Schlimmeres getan. Hab die Karte geschaut. Oh nein! Das muss aufs Video, Basti. Wenn man sich aber daran gewöhnt hat, ist das eine riesengroße Erleichterung. Auch eine echt große Erleichterung, was das Thema Sicherheit, wie ich finde, angeht. Denn wenn das Gefühl da ist und die Angst weg ist von diesem Umfallen und man ist auf Trails unterwegs oder auf den Schotterstraßen, die ja für solche Fahrräder geeignet ist, dann hat man nie die Sorge, dass man vom Pedal abrutscht. Man kann sich wirklich auf den Oberkörper und auf die Hände konzentrieren, die ja mit diesem neuen Lenker auch irgendwie erstmal klarkommen müssen. Deswegen, Riesenempfehlung, legt euch direkt mal Klickpedale zu. Als ich gerade gestartet bin, hätte ich das mal besser auch sofort gemacht. Ich glaube, dann wäre ich schneller an dem Punkt gewesen, sauberer mit dem Lenker rumhantieren zu können. Ja, die Größe des Fahrrads macht natürlich bei jedem Fahrradtypen einen Unterschied, aber ich finde gerade, wenn man in den Bereich Gravelbike, Cyclocross oder auch Rennrad geht, nochmal einen ganz anderen als auf zum Beispiel dem Mountainbike. Auf dem Mountainbike bin ich schon ein M-Rad gefahren, ein L-Rad und auch ein XL. Und klar sind die Unterschiede zu merken, in der Sitzposition, dann aber auch in der Wendigkeit, bringt alles so ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachteile mit sich. Was ich aber nie hatte, sind richtig Schmerzen gewesen. Am Anfang, mein erstes Gravelbike beispielsweise, das war echt einen ganzen Ticken zu groß und auf längeren Touren, da habe ich Nackenschmerzen bekommen, Heidewitzka. Warum ist ja klar, ich habe einfach viel zu weit den Arm vorne gehabt und durch diese tiefe Position musste ich sehr weit den Kopf überstrecken und wenn du das lange machen musst, auf den ganzen Tag gesehen, dann ist das eine sehr, sehr eklige Angelegenheit. Deswegen, Thema Größe des Fahrrads war jetzt auf einmal auch eine neue Sache und was ich gerne gewusst hätte ist, dass eine Beratung im Laden einfach unglaublich viel wert ist. Lasst euch gut in dem Laden beraten, welche Größe genau zu euch passt. Messt das nicht aus oder nutzt diese Formeln, die es hier so gibt. Ich meine, die geben schon einen ganz guten Index, in welchem Bereich es gehen könnte. Aber geht in den Laden, lasst euch da gut beraten und dann fahrt das Fahrrad auch einmal Probe und guckt, ob es sich wirklich gut anfühlt. Denn wenn ihr 10 Stunden auf dem Rad sitzt, die ganze Zeit den Nacken völlig überstreckt oder einfach viel zu weit aufrecht sitzt, dann ist das einfach eine blöde Angelegenheit. Bevor wir jetzt auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun. Und das ist mal eben schnell auf den Abo-Button klicken. Das kostet dich nichts, hilft mir aber riesig weiter, mehr von diesen Videos hier zu machen. Übrigens, als kleine Aussicht, demnächst wird ein Video online gehen, wo du die Möglichkeit hast, ein Gravelbike zu gewinnen. Wirklich ein flammneues Rose Backroad Gravelbike. Mehr dazu folgt die Tage. Jetzt nicht vergessen, auf den Abo-Button zu klicken. Und ein Thema, das jetzt auf einmal völlig neu für mich war das ganze Thema lange Distanzen. Auf dem Gravelbike kannst du einfach 100 Kilometer plus fahren. Die längste Distanz, die ich mal gefahren bin mit dem Gravelbike, war sogar 320 Kilometer. Damals auf meinem Mountainbike hatte ich einen Trail. Und den Trail bin ich hoch und runter gefahren und habe immer versucht, diesen Trail ein bisschen schneller zu fahren. Aber habe mich nie darauf konzentriert, auch mal irgendwie Strecke zu machen, weil der Fokuspunkt lag ganz anders. Jetzt mit dem Gravelbike hat sich das echt verschoben. Du hast die Möglichkeit, lange Distanzen zu fahren, da aber auch immer noch wirklich im Wald und auf Schotterstraßen unterwegs zu sein. Und auf langen Distanzen in kurzer Zeit sehr viel zu sehen, sehr viel zu erleben, das finde ich ist echt eine super, super Sache. Und hätte ich gewusst, wie gut das mit so einem Fahrrad geht, hätte ich mir wahrscheinlich noch schneller ein solches Fahrrad zugelegt. Deswegen neue Welt, aber eine Welt, die ich wirklich froh bin, entdeckt zu haben. Weniger denken, mehr fahren ist, glaube ich, ein ganz gutes Motto für Gravelbikes. Warum? Die Fahrräder sind sehr unkompliziert und sehr einfach. Erstmal die Schaltung, 1 auf 11er Schaltung. Super wenig Gänge, deckt aber unglaublich viel ab. Ich fahre auch eine 1 auf 11 und bin noch nie so wirklich ans absolute Limit gekommen. Noch unkomplizierter schalten ist wohl kaum möglich. Dann das ganze Thema einfach. Ich kann den Einsatzbereich eines Gravelbikes super einfach erweitern. Zum Beispiel für Bikepacking. Taschen dran zu bauen ist kein Problem. Neuer Einsatzbereich, mehr Tagestour möglich.
Ansonsten kannst du mit dem Gravelbike ja aber eh über zig Untergründe fahren. Egal, ob es jetzt über Teer ist, über Schotter oder auch über leichtere Trails ist. Überall kommst du mit dem Gravelbike her, überall kommst du runter. Und auch das finde ich echt schön. Ich lasse mir eine Komoot-Route rausgeben, kann losfahren und muss echt keine Sorgen haben, dass ich hier mit dem Fahrrad ans absolute Limit komme oder dass es richtig mega gefährlich wird, weil das Fahrrad überstrapaziert wird. Eine sehr coole Erfahrung, die ich mit diesem Typ Fahrrad gemacht habe. Wenn du dir jetzt meine Gravelbike-Tour anschauen willst, klick einfach mal hier. Das ist der Toskana Cross. Da bin ich gemeinsam mit Marius einmal durch die Toskana gefahren. Auch viel über Schotter, Strada Bianchi. Sehr schöne Tour, würde ich dir empfehlen. Und wie gesagt, ansonsten Abo nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut und ciao.